So, hast du hier Schokolade? Ich hab doch gesagt, du sollst abends keine Schokolade essen. Nach 13 Jahren ist Katharina Marie Schubert an die Münchner Kammerspiele zurückgekehrt. Als Gastschauspielerin hier in Hungry Ghosts von Anna Smolar und hier rechts im Bild in Effingers von Gabriele Tergit. Was? Poulard farci à la napolitaine und Salat romain und Champagner. Heimsieg Monopol. Und ja, hinterher Ananas en surprise, wie immer. Ja, es hat sich alles natürlich verändert. Das, es sind ganz andere Leute, es ist wirklich eine ganz andere Zeit. Ich meine, da sage ich ja nichts Neues. Es ist sowieso alles immer anders und natürlich mit anderen Teams, mit anderen Intendanzen und so weiter. Auch dazwischen war ja eine ganze Zeit, die ich nicht erlebt habe, wo ganz viel passiert ist, wo Leute jetzt auch schon 10 Jahre hier sind, die ich noch gar nicht kenne. Also es ist alles ganz anders, aber ich empfinde es als total offen und bereichernd, also und wirklich anders, ja. Frau Nachbarin! Frau Nachbarin! Oh Gott, mein Mann! Ah! Sei still! Frau Nachbarin, ich bin's! Hungry Ghosts ist eine musikalische und choreografische Reise in unsere tiefe Seelenlandschaft. In unserem Stück spiele ich die Rolle einer Schauspielerin, Charlotte, die mit ihrer Mutter zusammen eine Farce probt. Also so ein Louis de Funès-Abend, so. Und plötzlich ist sie nicht mehr lustig. Plötzlich hat sie ihr komisches Talent verloren, ihren Rhythmus verloren, alles verloren, weil sie irgendwie immer Kopfschmerzen hat, Gleichgewichtsprobleme und irgendwie nicht weiß, woher das kommt. Und sie legt mit ihrem Ausfall natürlich auch diese ganze Theatergruppe lahm. Es geht um eigentlich, wie sagt man, Traumaübertragung. Also es gibt dieses Phänomen in der Psychologie und also auch in den Menschen, die das erleiden, dass man sozusagen eigentlich das Trauma der Mutter oder des Vaters, hat im Krieg, hat in seiner Kindheit oder ihrer Kindheit was Schlimmes erlebt, als Tochter oder Sohn einfach übernimmt. Und dann wird man 40 und hat plötzlich Ohrenschmerzen und weiß nicht, woher die kommen, kann nicht mehr sehen, hat irgendwelche komischen Phänomene. Man rennt zu 1000 Doktoren und Doktorinnen und es wird nichts Organisches gefunden und dann, und das ist sozusagen neu in der Wissenschaft, stellt man fest, es sind diese Traumaübertragungen und die kann man relativ einfach behandeln. Die sind gut zu heilen. Sie soll verreisen zu meinem Bruder nach Paris. Nach ihrer Ensemblezeit in den Kammerspielen spielte Katharina Marie Schubert 7 Jahre im Deutschen Theater Berlin und im Thalia Theater Hamburg. Außerdem wirkte die heute 45-Jährige mittlerweile in rund 40 Film- und Fernsehproduktionen mit. Zu sehen ist Katharina Marie Schubert wieder am 16. und 17. Januar in Hungry Ghosts und am 3. Februar in Effingers. Außerdem sind weitere Gastrollen in den Kammerspielen in den nächsten Jahren geplant.